Willkommen in der Johanneskirche, Freitag um 7. Es ist wieder Zeit für etwas Besonderes. Die Klarinetten haben uns mit der Pavane aus dem Jahrhundert von Martin Luther begrüßt. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie es gelingt, hineinzuhorchen in das Gemüt von Menschen vor 500 Jahren, zu hören, zu was sie damals gelauscht haben, vielleicht geträumt haben. Ein paar Notenzeilen und wir können hören, was vor einem halben Jahrtausend vernommen wurde. Gönnen wir uns diese Zeitreise heute und danken wir denen, die sich die Zeit nahmen, das für uns heute zu notieren.
Zu Beginn des Corona-Shutdowns haben sich die Autos gestaut in den Eingängen der Recyclinghöfe. Viele Leute hatten die Zwangspause genutzt und haben angefangen auszumisten. Berge von altem Zeug landeten auf dem Müll. Ich fand das eine tolle Idee und wollte das eigentlich auch. Aber dann sind mir Sachen in die Finger geraten, die habe ich mir dann zu lange angeschaut. Und dann war klar, nach einigem Zögern konnte ich mich nicht mehr davon trennen. Eine Schachtel enthielt diese Mini-Kassetten, die es früher gab. Da hatte ich vor Jahren spontan drauf gesprochen, was gerade an Ungewöhnlichem eingetreten war. Wenn ich das Gefühl hatte, das darfst du nicht vergessen. Und eine Kassette datiert aufs Frühjahr 1990. Autofahrt zur damaligen Partnergemeinde in der DDR. Grenzübergang Marienborn. Da war niemand mehr. Wo Grenzer all die Jahre Menschen eingeschüchtert hatten, gähnten jetzt verlassene Hallen mit eingeworfenen Fenstern. Das gibt es nicht, notierte ich mir als Sprachnotiz. Das ist unfassbar, das muss ich mir merken. Auch das scheinbar Unabänderliche ist irgendwann vorbei. Immer wenn wir Zeiten des Umbruchs erleben, im Kleinen, privat oder im Großen der Weltgeschichte, sollte man sich vielleicht die Mühe machen, zu notieren, was nicht vergessen werden soll, für sich selbst und für die Zeit später, wenn die Welt eine andere ist. Und jetzt zur Corona-Phase ist vielleicht so eine Zeit, in der sich eine Chronik lohnt. Thank you.
Viele Teile der Bibel sind entstanden, wenn Menschen das Gefühl hatten, es hört etwas auf, die Zeiten ändern sich, es schwindet etwas, das wir nicht verlieren sollten. Solange alles seinen normalen Gang geht, reicht es eigentlich, wenn alles in aller Munde ist. Menschen lieben die lebendige Rede mehr als Schriftstücke. Und es war immer schon eine Kunst, packend zu erzählen. Aber wenn es brenzlig wurde, wenn Epochen endeten, wenn Meister starben und Zeugen verloren zu gehen drohten, dann setzte man sich hin und schrieb auf. Gebete, Liedtexte, heilige Mythen, wunderbare Erfahrungen, Gebote und Warnungen. Das halbe Alte Testament wurde Schrift, als die Weisen in die Gefangenschaft nach Babylon abgeführt wurden und die Evangelien des Neuen Testaments entstanden, als die Römer die jüdische Gemeinde aus Jerusalem vertrieben und die ersten Christen verfolgten. Wenn Umbrüche reinbrechen, soll man notieren, was einem was wert ist. Namen, Anekdoten, Errungenschaften, Vorbilder, Hoffnungen, Ideale. Vielleicht ist jetzt so eine Zeit zu notieren, was bislang unsere Lebensart ist, was wir lieben und was sich zu bewahren lohnt. Es braucht Gegenwartsmelodien. Cole Porters »I Love Paris« ist so ein Beispiel für den Sound einer Zeit, die unsterblich ist, weil wir sie immer wieder hören und empfinden können. Bevor auch noch der letzte Mensch das Schreiben verlernt, bevor alles nur noch als Foto existiert, notieren Sie sich, was in diesen Wochen passiert. Schon wer schreibt, bleibt, heißt es, aber Musik
ist vielleicht die eindrücklichste, die eindringlichste Form der Chronik unserer Zeiten. Was ins Ohr geht, können Sie mir nicht nehmen, schrieb George Gershwin. They can't take it away from me. Noch einen gesegneten Freitagabend. Thank you.